Hi Leute, so heute ist mal wieder soweit. Erinnert ihr euch an den Sommer 2004? Genau, das war das Jahr, wo die Nature One ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Dieses Jahr sind wir wieder dabei und zwar das 11. Mal. Viele schöne Erinnerungen vom letzten Jahr sind geblieben. Wir hoffen natürlich auch, dass es genauso geil wird wie letztes Jahr. Allerdings haben wir schon gehört, dass es dort regnen soll, was natürlich nicht so schön ist. Naja, dieses Jahr heißt ja die Nature One, also beziehungsweise es heißt ja Mission to Future, also ja, Mission to Future, stellen wir uns darunter vor. Also in erster Linie geht es darum, es gibt andere DJs, die noch nicht so ganz verbraucht sind, so wie die wir jahrelang gehört haben. Also sprich, es gibt neue DJs, keine Ahnung, vielleicht wird es auch ein bisschen was aufgebaut, glaube ich, aber eher weniger. Ja, ich hoffe, dass ich genau denselben Spaß habe wie letztes Jahr. Natürlich werde ich dieses Jahr keine Dates haben, da ich ja einen festen Partner habe und den kann ich ja unmöglich irgendwie betrügen, obwohl, was einen nicht weiß, macht einen auch nicht heiß. Ja, aber nein. Nein. Also wie gesagt, wir setzen jetzt in den Zug Richtung Kassel-Hunsrück, also Koblenz, unsere Haltestelle. Ja, wir hoffen, dass wenn es angekommen ist, beziehungsweise wenn ich da sein werde, dass da natürlich die Sonne scheint. Und ich hoffe, ich werde ein paar Eindrücke mit nach Hause bringen können und auch mit für euch mit nach Hause bringen können. Aber wie ihr es kennt, habe ich ja meistens nach ein paar Stunden keine Lust mehr, die Kamera festzuhalten und irgendwelche dämlichen Leute zuzuquatschen und irgendeine Scheiße. Naja, ich sag einfach mal wieder, schaut einfach rein, wie es wird, was es alles so bringt und jetzt fällt mir schon wieder gar nichts ein, was ich noch zu sagen hätte. Also dann, fahren wir mal los. Hallo. So, wir sind jetzt auf der Nature One angekommen. Wir sind jetzt insgesamt, glaube ich, komm nicht so nah an, mein Gott. Wir sind insgesamt, glaube ich, 3,5 Stunden oder 4 Stunden gefahren. Ja, das Festivalgelände, würde ich sagen, ist genauso voll. Oh, ein Erdbeben! Zum Glück regnet es nicht mehr. Wir werden jetzt unser Zelt aufbauen und danach mal schauen, was hier so abgeht. Ich würde sagen, keine Ahnung. Ja, da sollst du nicht hinschauen, da ist nichts Interessantes. Ist ganz klein alles. So sieht der Schaum von oben bis unten aus. So, ich mach so auf jeden Fall schauen wir mal jetzt, was hier losgeht und schauen wir mal, ne? Und? My beats, my bass, it's the voice in the face, rock from